Komm, wir gehen rein. Wir machen jetzt die Einführung. Ja, ja. Oh. Stefan? Tolle Sache, Quiet Riot. Drei Künstler. Becker Schmitz, Hissi Schmitz, Stefan. Deswegen finde ich auch gut, dass wir die Sache gemacht haben. Ja, Pascal Bruns und die Lea. Wo ist sie? Da ist sie. Lea Distelor. Vielleicht gleich zu Anfang, bevor ich so ein bisschen was, also ich will nicht allzu viel erzählen zu der Vorgeschichte, wie alles zustande gekommen ist. Aber ich fand total klasse, als Stefan gesagt hat, wir machen eine gemeinsame Arbeit. Und das sind die beiden, die das gemacht haben. Und da hängt die Arbeit. Und ich habe gesehen, vielleicht einige auch über Facebook mal mitverfolgen können, wie das entstanden ist. Und da waren dann so irre Bemerkungen wie wow und oder why, die Frage warum, ne, alles so entstanden ist. Ich fand das total klasse, das Ergebnis sehen wir jetzt hier. Und diese Zusammenarbeit hat super funktioniert, finde ich. Es war eine tolle Atmosphäre hier. Ja, und als ihr hier eingezogen seid mit Hold the Line, als das hier losging, da vorne hängt noch so eine Karte an der Tür. Achtung, Raum betreten, hier Kopf einziehen und vorsichtig, muss ich an der Seite auch machen. Da habe ich gemerkt, wie ich auf einmal abging. Ich wohne ja hier im Haus und jeden Abend runtergegangen, habe gesehen, was hier entstanden ist. Ich finde es fantastisch. Einfach auch, wenn man den Raum da betritt, wie das zusammen funktioniert, die Linien mit den Bildern, einfach klasse. Aber gut, da müsst ihr alle selbst beurteilen. Ich finde es gut, dass wir die Ausstellung mit euch rein hier gemacht haben und machen jetzt noch. Bis zum 29. Juni läuft die Ausstellung. Es gibt Zeitpunkte Freitag, Samstag, Sonntag, 17.30 Uhr bis 20 Uhr und sonntags von 15 bis 18 Uhr, aber wer möchte, kurz durchstellen. Ihr könnt eigentlich jederzeit hier rein. Busparkplätze sind hier hinten. Also wie gesagt, ist kein Problem. Wer also sich das nochmal angucken möchte, in anderen Raum, kein Problem. Ja. Kurz, Stefan habe ich vor 6 Jahren kennengelernt. Da warst du noch so am Weg, in Oberhausen, glaube ich, war das. Und da haben wir uns irgendwie aus den Augen verloren und plötzlich taucht er wieder auf. Hier in Duisburg. Und ich sag mal kurz, du hast ja viele Sachen schon gemacht, aber so für mich war interessant, große Kunstausstellungen, Rembrandt-Museum, jetzt im Ludwigturm. Und haben wir gesagt, was machen wir eigentlich hier? Und sagt er ganz klar, meine Malerei. Und das ist seine Malerei in Verbindung jetzt mit Lea, die dazu beigetragen hat, und natürlich Pascal. Und der Pascal dokumentiert das ja auch immer klasse. Wie hast du das gesagt? Vielleicht sagst du mal. Mit ihm, mit der Fotografie, Ergänzung, Malerei, irgendwie habt ihr da mal was zu sagen? Ja, also viele fragen ja schon mal so, boah, wie geht es eigentlich, dass man so eine Installation macht zusammen und wo sind die Unterschiede, wenn ich eine Kooperation mit der Lea mache oder mit dem Ilton Choi, der bei dem Ludwigturm war,
oder eben mit dem Pascal. Und das ergänzt sich folgendermaßen. Der Pascal hat als Fotograf ja nur ein Auge und sieht den Raum mehr als Fläche und koordiniert mich regelrecht. Zumindest war das ganz stark am Anfang so. Mittlerweile ist es ja schon auch so, dass er und ich uns nonverbal verstehen. Beziehungsweise durch so Gesten wie, guck nochmal. Und ja klar, ich habe natürlich eine Menge dadurch auch gelernt, wie man das Medium Fotografie benutzt. Denn was man dabei berücksichtigen muss bei dieser Hose-Line-Installation, das ist eine Form der Installation, die raumübergreifende Zeichnungen und auch nur und oder ganz besonders als Fotografie wieder funktioniert und den Raum völlig neu einteilt und erkennbar macht. Spannend daran ist natürlich dann für euch alle, es ist ja wirklich so, wir haben das wirklich alles mit der Hand gemacht. Wir sind hier unter der Decke lang geklettert, ja, das macht Spaß. Und warum nicht, ne? Ja. Also erst war es fest verbunden mit Punkten am Boden und so weiter. Mittlerweile schwebt die ganze Geschichte. Das muss man sich mal angucken, das funktioniert tatsächlich. Und das ist daraus geworden. Was ich nochmal sagen will ist, ich bin total überrascht, wie viele Leute da gekommen sind. Das finde ich total super. Also erstmal danke, dass ihr alle gekommen seid. Das ist klasse. Ja, ich finde auch klasse. Also, ne, super. Ja, und dann haben wir ja noch im Hintergrund jemanden, der gerade die Musik ausgemacht hat, der Guido Erzen. Erzen, ne? Genau. Also, ich soll schon fragen, oder? Der versteckt sich gerade. Ja, ich verstehe mich nicht. Ja, schön. Also, ich sag einfach mal viel Spaß heute, viele Gespräche. Und draußen steht was zu essen, zu trinken. Und ansonsten, die Party geht los. Applaus